Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Es ist jetzt nun mal fast Weihnachten und deswegen habe ich gedacht, wir könnten ja nochmal auf den YouTube-Kacke-Adventskalender reagieren. Wir haben ja eh nur einmal darauf reagiert, also auf meinem Kanal zumindest. Ein paar andere Reactions hatten wir auch auf Stefans Kanal. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei, denn morgen kommt eine richtig nice Pepperwoods-YouTube-Kacke-Reaktion rauf. Und wir reagieren heute auf das 22. Türchen. Das ist von, Moment, ich muss den Namen kurz vorlesen, Dulcamarus. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Sorry, Dude. Auf jeden Fall, sein Video auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Gnade sei es Mist und Fried von zum Gottes und Vater und Herrn Neuch Jemenkrit. Erde. Als Gottes Wort für unseren heutigen Scheinheiligabend hören wollen, die Weihnachtsgeschichte nach genau. Digga, das ist so dieser Moment, wenn du einfach in der 8. Klasse dein Referat nicht vorbereitet hast, Digga. So ein Moment ist trotzdem das gerade genau. Aber trotzdem kriegst du noch ganz knapp die 4, deswegen bist du safe. Ja. Ja. Leute, habt ihr vielleicht eine Ahnung? Oh mein Gott. Nein, ihr nicht? Dann werdet ihr wohl alle bis spätestens übermorgen umgebracht. Oha. Damit die Weihnachtsfreude auch rechtzeitig in unsere Herzen kommt. Also habe ich veranlasst, dass jeder von euch, der heute Abend hier ist, nie mehr nach Hause kommt. Jedenfalls nicht lebend. Muss dort scheißen. Ich finde das geil, wie er sich gerade konzentrieren muss und extra dafür seine Brille abgenommen hat. To be honest, ey. Oh Mann. God. Aber wie viele Leute können das schon sein während Corona, Digga? Wie viele Leute können das schon sein? Richtig. Muss dort scharf nachdenken. Richtig. Ich. Die Weihnachts. Oh shit. Okay. Okay. Der kam out of nowhere. Der kam out of nowhere. Der kam fucking unerwartet. Geschichte nach Bob, dem Baumeister, Kapitel 2. Ich lese uns die Katastrophen 1 bis 2000. Es geschah aber in jenem Tag. Ganz einfach. Oh mein Gott. Oh, Digga, wenn du wüsstest, was ist. Ja, egal. Niemand kann mich aufhalten. Wenn ich dann, wenn meine Zeit gekommen ist, kann mich Kant nicht aufhalten. Liebe Gemeinde, liebe Kinderficker, wir haben die schwachsinnige Weihnachtsgeschichte gerade gehört. Und das ist der erste Punkt, den wir heute miteinander sehen werden. Oh Mann, Alter, die kommen einfach so dermaßen flach, ne? Alter. Ich habe das mal auf einer Folie dargestellt. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann gilt Folgendes. Zunächst fängt alles fast normal an. Maria hat Josef zusammengeschlagen, das kommt vor. Oh ja. Aber ganz normal war bei Maria dann doch nicht alles. Bevor Maria schwanger wurde, da war der Scherzengel Galilei erschienen und hatte sie geschwängert. Allein der Scherzengel Galilei. Die alte Fotze. Ihr habt es ja im Rindergottesdienst schon, glaube ich, mit... Rindergottesdienst. Digga, das ist zu wild. ...einander getrieben und da seid ihr vielleicht auch schon schwanger geworden. Das sollten auch wir. Wir haben nach der Predigt gleich Sex. Wir singen nach der Predigt gleich das Lied miteinander, das nicht wunderschönste Weihnachtslied. Ich kack auf deine Krippe hier, o Jesu, du Spast. Ich kack auf deine Krippe, Alter. Ganz, ganz wild, ey. Und da heißt es in Vers 2, da ich noch nicht geboren war, war ich noch nicht geboren. Denk daran, Jesus will kommen,
weil er notgeil ist. Er braucht ihn nur einzuladen, wie wir es im letzten Vers des Liedes singen werden. So lass mich doch dein Arschloch sein. Komm und spritz bei mir ein all deinen Samen. Dann wohnt Jesus. Oh mein Gott. Es kam aber die Hand zurück. Aber wo ist die andere, Digga? Und die rechte Weihnachtsfreude auch in unseren Herzen. Ja, sehr, sehr, sehr wild. Also YouTube-Kacke Adventskalender kann ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und schaut auch bei Dala. Vergessen wir es. Schaut bei ihm vorbei, bei den Kollegen von dem Video. Ich habe alles unten in die Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Friendos. Haut rein. Ciao.